Hallo und gebratene Matt, den sehe ich jetzt erst. Seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Randall's Monday. Das letzte Mal, ja, sind wir an den Tatort gekommen und sehen den gebratenen Matt. Sieht wie gerösteter Matt aus. Bisschen zu durch, wenn du mich fragst. Hey, was wird das, wenn's fertig ist? Das hier ist ein Tatort. Nichts anfassen. Okay. Wer auch immer das hier liest, ich habe dem Tod oft ins Auge gesehen. Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich viele zweifelhafte Dinge in meinem Leben getan habe. Ich weiß es, aber trotzdem habe ich nie ganz verstanden, warum ich diese Dinge tue. Ich habe Dinge gesehen, die ihr Menschen nie verstehen würdet. Menschen geblendet von Lasern bei einem Spinal Tap-Konzert. Brennende Kampfschiffe an Orions Küste. Und jetzt komme ich hierfür vielleicht in die Hölle. Aber ich kann nichts weiter tun, als dieses Schicksal zu akzeptieren. Ich nehme mir das Leben mit dem Herdomatik, den meine liebe Mutter mir geschenkt hat. Denn wenn ich ehrlich bin, Kryostase, um eine Zukunft beherrscht von Maschinen zu sehen, ist einfach noch nicht möglich. Meine Gründe können nicht in Worte gekleidet werden. Ich fühle mich so leer. Die Luft, die ich so dringend zum Atmen brauchte, das Wertvollste, was ich jemals hatte, wurde mir genommen. Und ich glaube, die Person, die für diesen scheußlichen Verrat verantwortlich ist, ist niemand anderes als mein bester Freund. Und unter diesen Umständen will ich einfach nicht mehr auf dieser Welt leben. Ihr seht uns, wie ihr uns sehen wollt. Ein Gehirn, ein Athlet, einen Wahnsinnigen, eine Prinzessin und ein Verbrecher. Ist das die Antwort auf eure Frage? Mit besten Grüßen, The Breakfast Club. Ja. Streichhölzer. Hey, was wird das, wenn's fertig ist? Das hier ist ein Tatort. Nichts anfassen. Woher kenne ich seine Stimme? Hey. Okay, da kann ich nichts machen. Oh, schau mal. Der Mörder. Ich schwöre bei Tom Selleck's beeindruckendem Schnauzbart, dass ich das nicht gewesen bin. Hey, missbrauche nicht des Magnums Namen. Bleib locker, wir wissen, dass du ihn nicht umgelegt hast. Ist unser Job, sowas zu wissen. Ja, aber wir glauben schon, dass du ihm die Freundin ausgespannt hast. Zweifelsohne. Was? Ich schwöre euch, da ist nichts zwischen mir und Sally. Könnte uns nicht egaler sein. Was hat Inspektor Clouseau eigentlich? Ich habe mit gelitten, bevor er starb. Hat Matt gelitten, bevor er starb? So wie es aussieht, wollte er sich umbringen, indem er das Gas einatmet. Allerdings hat er wohl vergessen, dass der Herdomatik 9000 ein Elektroofen ist. Kein Gas also. Und ja, dadurch hat er unglaublich gelitten, als das Ding explodiert ist und buchstäblich seine Organe pulverisiert hat. Dieses Modell hat einen typischen Verarbeitungsfehler. Wenn man zu viel Gewicht bei voller Leistung reinschiebt, kommt es zu unkontrollierten Stromstößen. Wenn nicht sogar zur Explosion. Ja, aber abgesehen davon ist es ein tolles Gerät. Richtig eingesetzt kann es einen Ochsen in nur 20 Sekunden gar kochen. Schau dir mal die Textur vom Fleisch deines Freundes an. Siehst du? Perfektion. Außen knusprig, innen saftig. Wie eine gute Peking-Ente. Oh, da fällt mir ein. Heute Abend Chinesisch? Zweimal hintereinander? Wie wär's mit dem Thailänder in der McCracken Street? Passt schon. Von mir aus Thai, Japaner oder Koreanisch. Ist für mich immer noch chinesisch genug. Ich bestell sowieso Nudeln und Hühnchencurry. Ist also relativ egal, wo wir hingehen. McCracken? Wirklich? Habe ich auch mal kurz gespielt, aber ich kam mit der Menüführung nicht klar. Hier benutze, rede und so. Und gäbe es davon eine Neuauflage, die es halt an dieses Links-Rechts-Klick, Point-and-Click-Dings anpasst? Könnte ich das auch mal überlegen zu spielen? Mr. McCracken. Was hat Inspektor Clouseau eigentlich? Sergeant Kramer? Der hasst einfach nur jeden. Sieht allerdings so aus, als würde er dich besonders hassen. Keine Sorge, Kleiner. Niemand geht in den Knast, nur weil sein Freund sich umgebracht hat. Das ist beruhigend. Was meint ihr zu dem Abschiedsbrief? Tja, was soll ich sagen? Da drin sind ein paar Blade Runner-Referenzen, ein paar zu The Breakfast Club. Ja, und er sagte darin sehr deutlich, dass du ihm die Freundin ausgespannt hast. Zum letzten Mal, ich habe größten Respekt vor Sally und das ist auch schon alles. Klar, genauso wie Ned meine Schwester in der Abschlussballnacht respektiert hat. Aha. Yeah!
Was hat der da? Ted auf seinem Abzeichen hier? Achso, der heißt auch Ted, okay. Ist das auch eine Referenz an irgendwas? Ned und Ted. Ich glaube, die haben nichts Vernünftiges beizusteuern. Ich glaube... Okay. Sergeant Kramer. Also, hat der Brief dir weitergeholfen? Könnte es noch deutlicher sein, dass sein Tod deine Schuld war? Sergeant Kramer, ich bin gerade ziemlich am Ende. Wo war ich, als Matt die brennenden Schiffe von Orions Schulter aus gesehen hat? Wir haben doch immer alles zusammen gemacht. Tut mir leid, aber ich habe keine Lust mehr, mit Ihnen guter Cop, böser Cop zu spielen. Mal nicht so schnell. Ich kenne Typen wie dich. Sieh es ein, du bist ein stumpfsinniger Nerd, der glaubt, sich einfach nehmen zu können, was er will, wann er will. Du hast keinen Respekt vor dem Gesetz, deinen Freunden oder der Person, die dieses Spiel spielt. Außerdem kann ich deine Visage nicht ausstehen. Da, ich hab's gesagt. Ich bin noch nicht fertig mit dir, Higgs. Dieses Mal wird's keinen Ritt in den Sonnenuntergang für John Wayne geben. Haha. Schon gar nicht mit Grace Kelly. Das war Gary Cooper, du Arschloch. Treib's nicht zu weit, Susan. Hast du schon mal mit dem Teufel im fallen Mondlicht getanzt? Nein, aber das eine Mal im Ferienlager habe ich mir eine Flöte in mein... Okay, das reicht. Hast du ein Auto? Warum? Damit ich einen Strafzettel bekomme und sie es abschleppen können? Ich mag's nur nicht, wenn eine junge Frau allein im Dunkeln nach Hause muss. Officer Murray fährt dich in einem Dienstwagen. Murray, beweg deinen schwabbeligen Arsch hier rein. Sergeant, ich habe Ihnen doch gesagt, das liegt an einem erblich bedingten Drüsenproblem. Das ist wirklich unangenehm, wenn Sie... Schnauze, Murray! Bring diesen Verlierer nach Hause! Da muss er mich holen. Ja, Sir. Und nimm die Freundin von dem toten Kerl gleich mit. Miss Thompson ist schon weg. Und warum zur Hölle erfahre ich das erst jetzt? Ich habe es ja versucht, aber Sie haben schon zu brüllen angefangen, bevor ich irgendwas sagen konnte. Weißt du, woran das liegt, Murray? An einem Kommunikationsproblem. Und ich glaube, der einzige Weg, das zu richten, ist, wenn ich deine Scheißstimme nie wieder hören muss. Also wirst du von jetzt an alles, was du mir sagen musst, aufschreiben. Verstanden? Also raus hier und nimm den Jungen mit. Ja, Sir. Was habe ich gerade gesagt? Alles klar. Okay, da wären wir, Junge. Aber Murray, ich sagte doch, bringen Sie mich zu einem Strip-Schuppen. Sergeant Kramer sagte, ich soll dich nach Haus bringen. Und nach deiner Akte ist das deine aktuelle Adresse. Und hören Sie immer blind auf das, was der Typ Ihnen sagt? Sie sind zu gutherzig, Murray. Sie müssen mal lernen, wie man ab und zu richtig durchdreht. Ich habe eine Pflicht, Kleiner. Und jetzt sieh zu, dass du wegkommst. Partys mit Ihnen machen garantiert Spaß, was, Murray? Gut, dann sehen wir zu, dass wir wegkommen. Mit viel zu lauten Schuhen. Das verstößt gegen meinen Grundsatz, niemals eine dunkle Gasse bei Nacht zu betreten. Dann gehen wir halt nach Hause. Oh. Oder aufs Dach. Lieber nicht. Na gut, dann gehen wir in meine Bude. Kann ich mich hier hinsetzen? Jetzt gerade nicht. Gut, dann gehen wir in mein Zimmer. Wow. Was für ein Tag. Ich habe meinen Job verloren, aber mehr Geld gemacht, als ich jemals auf einem Haufen gesehen habe. Ich habe meinen besten Freund verloren, aber scheinbar eine Menge Cops als Freunde gewonnen. Ich sag euch, das war eine echte Achterbahn. Ich bin froh, dass dieser Tag vorbei ist. Ah, Mr. Sandman. Bring me a dream, bong 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 bong, make him the cutest that I've ever seen. Entschuldigung, bin ich schon in der Zeit gefangen? Tag 2, Montag. Okay, neuer Tag beginnt. Stellen wir uns ihn mit hocherhobenem Kopf und den Taschen voller Geld. Tag. Dann würde ich mal sagen, ab ins Wohnzimmer.
mal eine neue Zeitung nehmen. Hey, Matt ist auf dem Titel. Gut getroffen übrigens. Skandal auf der Dr. Fred Addison Street. Carover Milk Bars sold milk plus lost or sent mask or drank from. Sagt mir nichts. Today's news today. Choose life, choose a job. Aber seht ihr, was sich ändert? Seht ihr, was sich nicht ändert? Ja, Montag. Kann ich wieder Pizza mitnehmen? Hier mache ich nicht sauber. Mortimer ist dran. Mortimer ist immer dran. Habe ich schon den Rebellenhelm angemerkt? Ah, blöder Marconi. Ich hoffe, dieses Türhämmerding wird nicht zu einer schlechten Angewohnheit wie das Fragen nach der Miete jeden Monat. Hicks, ich kann dich da drin hören. Mach auf oder ich schlag dir die Tür ein. Hey, Mr. Marconi. Hören Sie, das von gestern tut mir echt leid. Warum? Was zur Hölle hast du gestern angestellt? Naja, Sie wissen schon. Ich habe sie hier im Flur stehen lassen und bin dann einfach... Sie wissen schon. Hicks, wenn ich dich am Sonntag auch noch sehen müsste, wäre mein Leben nicht mehr lebenswert. Wie? Was? Wollen Sie mir erzählen, dass heute Montag ist? Schluss mit dem Quatsch, du Arsch! Nochmal kriegst du mich mit dem Amnesietrick nicht rum! Ich glaube, Sie sind im Delirium. Haben Sie Ihre Pillen heute Morgen vergessen? Haben Sie Ihre Pillen heute Morgen vergessen? Sie sehen etwas verwirrt aus. Wovon redest du da? Hören Sie, Sie scheinen sich nicht daran zu erinnern, dass gestern Montag war. Sie kamen vorbei, wir haben Höflichkeiten ausgetauscht und über unsere Hoffnungen und Träume geredet und dann habe ich Sie stundenlang im Flur warten lassen und mich über die Feuerleiter rausgeschlichen. Hicks? Nein, nein, bitte lassen Sie mich ausreden. Die Feuerleiter ist eingestürzt und hätte mich fast erschlagen. Ich habe mir sonst was von einem Penner eingefangen und zu guter Letzt habe ich noch die Leiche meines besten Freundes Au Gratin in seinem eigenen Ofen sehen müssen. Also ja, ich würde sagen, an den Montag erinnere ich mich ziemlich gut. Junge. Und Sie sind so hasserfüllt, dass Sie zur exakt selben Zeit hier auftauchen, um mich weiter zu quälen. Wollen Sie jetzt jeden Tag bei mir an die Tür donnern? Weil wenn ja, dann muss ich dem vielleicht ein Ende machen. Ich habe jetzt eine Wagenladung voll Geld und damit kann ich mir ein paar zwielichtige Freunde leisten, die sich bestimmt freuen, ihren Besuchen ein Ende zu bereiten. Okay, mein Sohn. Ich will ehrlich mit dir sein. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Du bist letzte Nacht wieder besoffen nach Haus gekommen. Ich habe nichts gesagt, weil ich mich weigere, an Sonntagen zu arbeiten. Aber jetzt glaube ich, wir müssen mal ernsthaft reden. Ich bin ganz Ohr. Okay. Zunächst, ich habe deine dämlichen Witze satt, Hicks. Du weißt genau, dass die Feuerleiter schon seit Ewigkeiten hin ist. Und um das gleich zu sagen, es ist mir egal, ob du was damit zu tun hattest. Seit Ewigkeiten kaputt? Sind Sie sicher? Und zweitens... Es tut mir leid um deinen Freund. Ich hab's in den Nachrichten gehört, dass sie seine Leiche heute Morgen gefunden haben. Heute Morgen? Und drittens, was meinst du damit, du hast Kohle? Vergessen Sie das. Ich glaube, mir ist irgendwie schwindelig. Also, nur um sicher zu gehen, welcher Tag ist heute? Echt jetzt, Hicks? Schon wieder? Bestätigt. Heute ist Montag. Der kommt direkt nach Sonntag. Das weißt du noch, oder? Sicher, dass sie nicht einfach nur verwirrt sind? Ich könnte schwören, heute wäre Dienstag. Ich bin mir sicher. Das Datum steht in der Zeitung von heute. Hast du die noch nicht gelesen? Wer sieht denn fürs Datum in die Zeitung? Weiß nicht. Vielleicht Typen, die nicht wissen, welcher Tag heute ist. Touché. Dann ist heute... Heute ist der Tag, an dem du mir 3 Monatsmieten schuldest. Und ich will mein Geld. Jetzt. Sicher, dass Sie nicht nur Witze machen? Sehe ich so aus, als wenn ich Spaß verstehe? Ich weiß nicht, Mr. Marconi. Sie haben sonst immer dieses animalische Flair, aber heute ist irgendwas anders. Haben Sie Farbe im Gesicht bekommen? Oder einen neuen Haarschnitt? Genug jetzt. Gib mir meine Kohle oder ich verspreche dir, du kommst nicht lebend aus diesem Apartment. Also ich bin ja schon außerhalb meines Apartments. Kalter Kaffee, wenn sie das Verbrechen.
Wollen Sie mich etwa umbringen? Das ist ein Verbrechen, wissen Sie? Töten, verkrüppeln, ins Koma prügeln, ist mir eigentlich egal. Wollen Sie das eigenhändig machen? Ich hatte überlegt, einen Auftragskiller anzuheuern, aber das würde nur weniger Geld in meiner Tasche bedeuten. Also, ich weiß nicht, Junge, vielleicht wirst du einfach von einem Klavier zerschmettert, wenn du das nächste Mal das Gebäude verlässt. Haben Sie die Looney Tunes beauftragt oder sowas? Tja, nur zur Info, das wäre dann das dritte Klavier, das auf mich fällt. Die haben das Aufnahmeritual am College wirklich ernst genommen, ich bin sowas also gewöhnt. Soll ich dir etwa abkaufen, dass du einen Abschluss hast? Oh, keinen Abschluss, aber ich war auf dem College. Ja gut, wie Marc-Uwe Kling, der meinte, dass er zweimal Philosophie abgebrochen hat. Ah, das habe ich doch alles schon gehört. Alles kalter Kaffee. Ich meine es dieses Mal ernst, Randall. Ich werde es nicht zulassen, dass ein mental regressiver Vollidiot mir ins Gesicht lacht. Mental regressiv? Wow. Das ist das erste Mal, dass mich jemand mit so klugen Worten beleidigt. Vorsicht, ich könnte hier noch etwas Bildung abgreifen. Siehst du? Genau das meine ich, Hicks. Du nimmst niemals was ernst. Ich rede davon, dich vor die Tür zu setzen, und du tust so, als würde dich das gar nicht stören. Du findest dich noch mal hinter Gittern wieder, wenn du nicht mit deiner Einstellung aufpasst. Wow, das wäre super. Ich liebe den Zirkus. Mein Geld. Jetzt. Und was soll das mit dem Schnurrbart? Wie ist so ein prächtiges Ding einfach über Nacht gewachsen? Wovon redest du, Mann? Diesen ehrfurchtgebietenden Schnurrbart habe ich, seit ich 11 war. Wirklich? Natürlich. Deswegen nennen mich die Leute Charles Bronson. So nennt man sie? Wie grausam. Ich habe jetzt schon keinen Nerv mehr auf dieses Gespräch. Wir sind nicht hier, um über meinen Schnurrbart zu reden. Alles, was ich will, ist mein Geld. Also bezahl deine Miete. Okay, hier ist ihr stinkendes Geld. Jetzt echt? Du willst mir sagen, das hier ist echtes Geld? Nein, das ist Fantasiegeld. Wenn Sie aufhören, daran zu glauben, dann verschwindet es. Okay, okay. Es ist nur, dass, naja, ich habe nicht wirklich erwartet, dass du zahlst. Vor allem nicht einfach so die 3 Monate. Das sind keine Blüten, oder? Weil, wäre jetzt nicht das erste Mal. Ah, haben Sie etwas Vertrauen, Mr. Marconi. Wenn ich nur will, kann ich alles bekommen, was ich brauche. Und dieses Mal muss ich dafür auch keine alten Damen abzocken. Gott allein weiß, wo du so viel Geld herbekommen hast. Aber ich werde es todsicher behalten. Ja, ja, schön für Sie. Könnten Sie mich dann bitte allein lassen? Ich weiß ja, dass Sie ziemlich durch sind. Und ich verstehe, dass Sie verwirrt sind, was den Wochentag angeht. Ich wiederum, ich habe noch was zu erledigen. Also, machen Sie einfach, dass Sie wegkommen. Mach, was du willst, Hicks. Aber denk dran, ich lass dir das mit der Miete nicht mehr durchgehen. Ich warne dich. Und ich ignoriere Sie. Aber egal. Wir sehen ja, was nächsten Monat passiert. Fordere es nicht heraus. Ahoi, hoi. Sind Sie Mr. Randall Hicks? Ja, der ist dran. Hier ist Sergeant Joseph Kramer, Polizeidezernat. Ich muss Sie bitten, sofort zu Mr. Matthew Griffins Wohnung zu kommen. Warum? Beleidigen Sie mich lieber persönlich? Wenn Sie in einer Stunde nicht hier sind, stellen wir einen Haftbefehl aus. Was wollen Sie denn von mir? Habt ihr doch schon alles gesagt. Hab ich gestern was bei Matt vergessen? Wovon zur Hölle redest du? Was weißt du hiervon? Hör zu, ich weiß nicht, was für ein Spiel du hier spielst, aber du kommst jetzt besser sofort her, oder du wanderst heute Nacht in eine Zelle, wo man dich nur noch als Susan kennen wird. Deine Entscheidung. Schon wieder diese Susan-Nummer. Ich hätte gedacht, dieses Mal wäre es Bridget oder Evelyn oder wer auch immer. Ich werde warten. Ich hoffe, ich muss nicht nach dir suchen. Keine Sorge, Sergeant, ich bin unterwegs. Ja, darauf werden wir das nächste Mal eingehen. Denn wir sind schon wieder am Ende angekommen. Deswegen bedanke ich mich an der Stelle bei euch für Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.